Und dann merkt man eigentlich gar nicht, dass man bewusst Sport macht. Und also da wirklich Mut nehmen, sich Leute zusammensuchen, wie Markus sagt, und ausprobieren. Ja. Da sich heute alles um das Thema Outdoor Activities dreht, bin ich heute in Münster unterwegs und frage die MünsteranerInnen zu ihrer sportlichen Aktivität. Besonders interessiert mich dabei, wie sich die Leute hier sportlich betätigen, welches sportliche Angebot Münster zu bieten hat und welche Rolle Corona bei dem Ganzen spielt. Und jetzt würde ich sagen, let's go! So, dann frage ich euch doch direkt mal, welchen Sport übt ihr in eurer Freizeit aus? Also normalerweise Downhill-Biken. Aber das geht jetzt seit 2 Wochen nicht mehr, weil ich meine Hand gebrochen habe. Ich gehe eigentlich am liebsten wandern, Fahrradfahren, mache Freeletics, bouldern in der Halle. Also am liebsten draußen tatsächlich. Heute Inlineskaten. Also ich gehe öfter hier auf der Promenade laufen. Ich gehe hin und wieder spazieren und wenn ich mich ganz motiviert fühle, auch laufen. Wir machen Lab zusammen. Ich spiele im Verein Batman und gehe draußen viel joggen. Ich übe Nordic Walking aus. Und wie regelmäßig machst du das? Im Schnitt 3-mal die Woche. Nordic Walking unterrichte ich seit 2003. Und wir machen das, also er macht es schon länger, ich bin jetzt einigermaßen neu dabei das erste Mal. Und ja, wir treffen uns jetzt ab und zu, ne? Und hauen uns ein bisschen die Köpfe ein. Wie hat sich eure sportliche Aktivität verändert, als Corona kam? Ich glaube, es hat sich dadurch verändert, dass man, also wir sind jetzt schon im Berufsleben und wir haben eben einen Office-Job, den wir von daheim aus machen können, also Homeoffice. Und da ist die Bewegung natürlich noch mehr eingeschränkt. Das heißt, man muss sich irgendwas überlegen. Vor Corona habe ich tatsächlich mehr Hallensport und sowas gemacht. Also ein bisschen Basketball, ein bisschen gefochten. Das war halt während Corona nicht so möglich. Da hat sich das halt ein bisschen mehr so auf Laufen nach draußen verlagert. Und irgendwie ein bisschen mehr Fahrradfahren tut man jetzt auch. Also eigentlich tanze ich Lindy Hop. Genau, und mit Corona ging das dann nicht mehr. Da habe ich dann erstmal nicht viel getanzt und auch nicht viel Sport gemacht. Aber dadurch bin ich dann irgendwie zum Laufen gekommen und wieder zum Inlineskaten. Bei mir jetzt nicht. Sportlich war ich immer schon. Also bei mir ist ja Kraftsport eigentlich mehr. Aber jetzt mit Lab machen wir so, kann man sagen, einmal die Woche, manchmal zweimal. Ja. Wir wollen es aber eigentlich auf jeden Fall regelmäßiger machen. Aber man sucht auf jeden Fall solche Sachen wie eben Lab-Training, wo man einfach so mit seinen Waffen rausgehen kann, ohne dass man es irgendwie eine Hallenzeit braucht oder irgendwie andere Corona-Maßnahmen beachten muss. Das war eigentlich genau die richtige Zeit. Ich habe durch Corona, bin ich auch im Winter sogar joggen gegangen zum einen und zum anderen habe ich 4-mal die Woche ein Homeworkout absolviert, bestehend aus Liegestützen beispielsweise. Wo ich wirklich sagen muss, als der Lockdown aufgehoben war, war ich wirklich in Topform. Und was ist für dich der Unterschied zwischen drinnen Sport machen und draußen Sport machen? Ändert das für dich irgendwas? Die Natur macht für mich da den Unterschied tatsächlich. Das ist einfach dieses, wenn ich draußen bin, merke ich direkt, dass diese so Glückshormone freigemacht werden im Körper. So ähnlich wie wenn man frisch verliebt ist, immer diese Schmetterlinge im Baum. Aber das merke ich einfach, das ist geil. Und deswegen, das ist so für mich der Hauptunterschied, warum ich sage, ich möchte lieber draußen Sport machen als drin. Wenn draußen schlechtes Wetter ist, gehe ich halt per se weniger raus. Aber wenn das Wetter passt, ist es halt viel cooler. Mit der Luft einfach angenehmere Atmosphäre. Ich bin per se auch einfach deutlich besser drauf. Du brauchst halt einen gewissen Ausgleich, wie gesagt, Homeoffice-technisch. Und ich glaube, das Licht allein schon oder auch die Umgebung im Wald beispielsweise beim Fahrradfahren macht halt sehr viel aus. Hast du vielleicht Veränderungsbedarf, was das sportliche Angebot in Münster angeht? Also wünscht dir da irgendetwas anderes? Ich kann jetzt nur für meinen Stadtteil sprechen. Ich wohne jetzt hier in Mauritz, also für das Ostviertel in Münster. Und da muss ich sagen, bin ich zufrieden. Ich wünsche mir, dass es überdachte Möglichkeiten gibt, weil bei Regen alles zusammenkracht. Also ich bin eigentlich gerade ziemlich zufrieden. Ich denke schon, dass es eine sehr große Variation an Sportarten hier gibt und auch Angeboten. Für mich auf jeden Fall Lab. Also wir sind jetzt irgendwie 2 Dudes, die sich halt kloppen, aber da wäre halt ein offizieller Rahmen ganz cool, ne? Also wir haben ja gerade gehört, dass da noch andere Leute irgendwie auf der Wiese sind mit Waffen und es wäre doch mal cool, die Leute zu verbinden, die sich mit Schaumstoffwaffen hier die Birne einprügeln wollen. Du als sportlicher Mensch, hast du vielleicht Tipps für Sportmuffel, die sich aber jetzt sportlich betätigen wollen, was die machen können, also wie die anfangen können mit Sport? Geht zu Udo. Udo macht Selbstverteidigung und Kung Fu und Udo zeigt euch, wie man sich richtig warm macht. Ja, vor allem, wie man sich vernünftig dehnt. Udo ist ab und an auf dem Trimpfad bei Saxonia Münster. So ist das richtig. Ist ein etwas größerer Typ, hat einen kleinen Zopf, sieht ein wenig gefährlich aus, ist aber sehr sympathisch, finde ich persönlich.
Und wenn er da ist, sprecht ihn auf jeden Fall an, weil der hat es echt drauf. Ich finde, es hilft immer, wenn man quasi mit einem Mannschaftssport anfängt, weil man dann halt mehr so die Motivation hat, okay, dann gehe ich da hin und habe ein bisschen Kontakte. Oder sonst halt einfach mit Freunden, weil wir haben hier zum Beispiel auch in Münster so eine Kletterhalle, also Boulderhalle. Zum Beispiel, das ist auch super witzig und da gibt es halt auch Anfängerparcours und sonst was. Ich persönlich bin, wenn es nicht direkt Mannschaftssport ist, eher weniger Freund davon, Leute dabei zu haben, weil mich das eher distracted und ich dann das Gefühl habe, mithalten zu müssen oder mich denen anzupassen, als einfach das zu machen, was ich will. Der einzige Tipp, den ich geben könnte, ist, gute Musik mitzunehmen. Wenn ich das richtige Lied höre, habe ich deutlich mehr Bock, rauszugehen. Habt ihr vielleicht Tipps für Leute, die nicht so sportlich aktiv sind? Man muss sich einfach einmal zu aufraffen. So war es bei mir halt oft. Also früher hatte ich auch nie Lust. Dann habe ich es einfach einmal gemacht. Wenn man dann einmal da war, dann merkt man, das war eigentlich mega cool. Und verliert die Angst auch davor. Und dann läuft das eigentlich. Dann kriegt man selber Bock darauf. Wenn man sich danach gut fühlt nach dem Sport und dann sich dieses Gefühl erhalten kann fürs nächste Mal. Wenn man dann wieder zu Hause sitzt und sich dann aber an das Gefühl erinnern kann, was man letztes Mal hatte, ja, nach dem Sport, dann geht man auf jeden Fall eher raus. Wie wird man auf Lab aufmerksam? Bei mir bin ich einfach schon früh mit Rollenspielen in Kontakt gekommen. Also das typische Herr der Ringe, Dungeons & Dragons Thema oder andere Pen & Paper Spiele. Und darüber kommen wir dann noch in die Szene über Lab. Und da ist einfach sehr viel mehr Action, deswegen bin ich da erst irgendwie gelandet. Und dich habe ich da eigentlich reingezogen, oder? Ja, bei mir hat es damals tatsächlich auch mit Herr der Ringe so richtig angefangen. Dann habe ich angefangen, mir auch so Rüstung und sowas zu kaufen. Und genau, irgendwann bin ich dann auf Lab aufmerksam geworden. Puh, auf die ganzen sportlichen Gespräche jetzt erstmal einen Kaffee. Was habe ich heute mitgenommen? Wir haben heute die verschiedensten Menschen getroffen, die die unterschiedlichsten Sportarten ausüben. Corona nimmt definitiv einen Einfluss auf die sportliche Aktivität. Manche haben sich mehr bewegt, manche haben aber auch einen Anreiz gefunden, mal eine andere Sportart auszuprobieren. So, und was ist mein Appell an euch? Macht auf jeden Fall mehr Sport, bewegt euch, zieht eure Laufschuhe an und legt einfach los. Das haben mir heute sehr viele der Befragten mitgeteilt. So, und das war's auch schon mit unserer Umfrage. Ciao!